Schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Rise of the Tomb Raider. In der letzten Folge habe ich mich eher schlecht als recht durch die Gegend geschlichen, aber jetzt ist mal wieder Sprung-Action angesagt. Bin ich froh, dass wir das Drahtseil haben. Ein echter Drahtseilakt. Entschuldigung. Ich hätte nur auf jegliche Chance gewartet, diesen Spruch zu bringen. Die Chance hat sich nicht geboten, also habe ich den einfach mal so gebracht. Oh, da gibt es eine Menge zu klettern. Und da fliegt ein Adler. Was man hier nicht so alles findet. Und ein Lagerfeuer. Und kein Monolog, überraschenderweise. Ja, ihr werdet es wahrscheinlich schon bemerkt haben, jetzt investiere ich die Punkte echt nur noch hier wild durch die Gegend. Elias und ich wollen versuchen, die fernen Hügel zu erreichen, wo der alte Bär liegt. Feldsanitäter machen wir doch. Noch in der alten Sowjetbasis. Wir brechen in der tiefsten Nacht auf. Es ist ein Risiko, aber uns steht ein Kampf. Und was zum Lesen. Yay. Wir werden die Heilkräuter brauchen. Okay. Waren wir das schon bei diesen alten Hügeln? War das da, wo wir den ersten Bär getroffen haben? Ja, da waren, glaube ich, Heilkräuter. Ich bin mir jetzt aber auch nicht so sicher. Vielleicht ist es auch ein anderer Bereich gemeint. Vielleicht auch hier. Kann ja auch sein. Also wir haben jetzt auch schon mehrere Bären getroffen. Ah ja, da kommt doch, glaube ich, schon... Nee, ist ein Puma, oder? Oder was? Ein Tiger! Meine Güte, da ist der Tiger aber platt. Was ist denn mit dem sein Schwanz los? That's what she said. Jetzt muss ich leider solche Kommentare bringen. Es ist immer schade, wenn man so ein Spiel alleine spielt. Und ich meine... meine patentierten That's What She Said Kommentare so nichts rausbringen muss, aber es hat sich jetzt gerade angeboten. Gibt's übrigens was zum Ausgraben? Ja, eine Schraube! Beziehungsweise... ja, war eine Schraube. Ach. Und hier sehen wir die Beute von dem Tiger. Gut. Ah, hier gibt es mal wieder was zum Öffnen. Eine dünne, ganz zerbrochene Pfeilspitze. Kommt mir bekannt vor. Die Form erinnert an in Amerika gefundene Pfeilspitzen. Diese Technik war wohl auf der halben Welt verbreitet. Die Pfeilspitzen, die ähneln sich auch nicht. Das sind solche Abstufungen, das kann man nur als echter Archäologe bewerten. Also, ich bin mir sicher, dass es so ist, aber es wirkt gerade wie so ein bisschen Korinthenkackerei. Aber die Lara ist Archäologin und sie muss ja auch... also irgendwas wird sie ja studiert haben oder in ihrem Studium gelernt haben, also... und wenn es die lebenswichtigen Informationen über Pfeilspitzen sind. Aber nee, also ich bin mir sogar sicher, dass es... ah, interessant, da ist also noch irgendwo einer. Ich bin mir jetzt sicher, dass es ein Pfeil. Scheiße. Da draußen ist jemand. Ja, das ist auch mein Gedanke gerade gewesen. Also ich bin mir total sicher, dass sich die Pfeilspitzen mega unterscheiden zwischen den einzelnen Völkern. Ah, okay. I know where this is going. So. Also eigentlich sollte ich mich nicht drüber lustig machen, dass sie hier Pfeilspitzen unterscheiden kann, beziehungsweise das für so wichtig hält. Dann macht die Lara einmal ihren Job, nämlich was man als Archäologin so machen sollte, und dann mache ich mich auch noch drüber lustig. Ey, das Drahtseil ist ja mega cool. Wie viel flotter man jetzt durch die Welt kommt. Ist doch richtig cool. Ja, aber keine Beacht. Die große Stadt hat schon immer Wahnsinn. Wir hörten Frieden, suchten ihn aber nicht auf. Doch dann hörten wir, wie seine Wahrheit erfüllten Worte durch das Konstantinforum halten. Er behauptete, nicht für Gott zu sprechen. Und das kann seine Weisheit. Und niemand im Forum konnte leugnen, er die Wahrheit sprach. Ich bin ihn erfahren. Ich muss ihm wieder zuhören. Oh.
Ja, zuhören ist ein gutes Stichwort. Ich sollte nämlich tatsächlich auch mal die ganzen Sachen hier zuhören. Ich habe tatsächlich, muss ich zugeben, dadurch, dass ich die Sachen nicht selber vorgelesen habe, gar nicht mal jeden dieser Aufzeichnung so präsent. Also gerade was diese Prophetengeschichten angeht, ich glaube, da ist leider ein bisschen was an mir vorbeigegangen. Aber dennoch ist mir lieber, als wenn ich selber lesen muss. Ah! Ja. Das lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert. Oh Mann. Failor MacPhail, sage ich da nur. Aus dem Failor-Tal. Dann machen wir das jetzt einfach mal vernünftig. Ich schneide das so zusammen, das habt ihr dann gar nicht gesehen. Nee, allein dadurch, dass ihr das jetzt hört, habt ihr es schon gesehen. Das heißt, dass ich das immer wieder vergessen habe, die Sachen, sag ich mal, so zu schneiden, dass ich besser aussehe, als ich eigentlich bin. Oder im Spiel zumindest. Die Ruinen finde ich jetzt auch ganz nett. Das ist auch mal so. Also man ist zwar vielen Ruinen in dem Spiel unterwegs, aber das sind mal etwas andere Ruinen. Das hat man ein neues Feeling, sag ich mal. So. Oh je. Knapp war's. Ach, ich muss hier. Ah, ich muss wahrscheinlich außen rum, okay. Ich verstehe. Dass das Feuer da hinten noch brennt, so wie es hier schifft. Das ist ein sehr besonderes Lagerfeuer, beziehungsweise Signalfeuer. Wie jetzt auf mysteriöse Weise auch diese Halterungen überall auftauchen, die es halt vorher nirgendwo gab. Vielleicht habe ich auch nie drauf geachtet, das kann natürlich auch sein. Solche Sachen fallen dann immer erst auf, wenn man sie dann tatsächlich braucht. Geht's denn jetzt weiter? Ich wage es mal. Wupp. Oh. Zum Glück habe ich es da befestigt und nicht an dem Stück, was gerade weggebrochen ist. Ah! Kamera, Hilfe! Ah! So. Ja, wie gesagt, das Klettern ist super flüssig. Also bis auf so ein paar, ein, zwei Stellen, die man mal hatte, wo ich dann irgendwie unnötig abgerutscht bin oder nicht exakt gesprungen bin. Aber, ey, das hat man bei solchen Spielen immer. Aber ansonsten ist da so ein guter Flow drin. Und das, finde ich, ist bei so einer Art von Spiel schon die halbe Miete. Weil wenn das Klettern keinen Spaß macht, dann kannst du sowas eigentlich echt schon fast knicken. Okay. Und weiter nach oben. Oh, Anna. Was heißt verloren, Commander? Kein Funkkontakt, kein Sichtkontakt. Nichts. Dann machen Sie unsichtbar. Das sieht der Missionsplan nicht vor, man. Es wird zu viele unnötige Ziele. Sie ohne Sie erreichen? Nein, aber nicht, dass wir hier allein sind. Ich brauche taktische Unterstützung. Okay, da war nichts zum Klettern. Komme ich doch am Anfang zurück, oder? Wo ich angefangen habe zu klettern. Oder? Oder habe ich unten angefangen zu klettern? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen überfragt. Obwohl, vielleicht... Wenn ich mich da oben fahren kann... Also Lara, bitte. Ja, das habe ich mich gerade gefragt, ob das geht. Und ja, es geht. Sehr schön. Völlig neue Möglichkeiten hier. Aber ich muss sagen, erst bei diesem ganzen Plan, hier eine unsterbliche Armee aufzubauen, hat er eins nicht bedacht, dass es eine unsterbliche Armee von Idioten sein wird. Weil wenn man sieht, wie die sich hier teilweise anstellen...
töten dich in derselben Sekunde. Sei still, Anna. Keine Bewegung. Du kannst hin. Zu spät ist. Es war schon zu spät, als du meine Familie verraten. Ich hole mir den Atlas, Anna. Irgendetwas schlachtet meine Männer da unten ab, Lara. Wenn sie ihn nicht finden, dann du auch nicht. Was zur Hölle? Croft ist auf dem Weg. Tötet sie und bringt mir den gottverdammten Atlas. Alles war jetzt auch wieder total schräg, oder? Wie sie gerade noch so gemeint hat, von wegen, ja, denk über mein Angebot nach, Lara. Und dann so eine halbe Minute davor noch irgendwie losposaunt hat von, kommt, erschieß sie, macht sie fertig. Auch ein bisschen komisch. Croft meint Schwierigkeiten. Sie hat Völkerung aus ihren armseligen Hütten geholt und zu mehreren Siegen geführt. Ich wünschte, ich könnte ihr klar machen, wie falsch sie liegt. Wie fehlgeleitet ihre Moralvorstellungen sind. Notlösungen helfen der Welt nicht mehr. Ein einzelner Held rettet sie nicht. Die Idee, die göttliche Quelle der Welt zu zeigen, wäre lächerlich, wenn sie nicht so gefährlich wäre. Hab ich geglaubt, man könnte sie auf Trinitys Seite ziehen? Ja. Aber jetzt nicht mehr. Wir waren uns nah, sie und ich. Bindung. Aber ich... Es gibt keine andere Wahl. Und es ist möglich. Ich habe schon stärkere gebrochen. Aha. Aber das ist auch so ein typisches Tomb Raider-Ding, dass man von irgendeinem nahestehenden Menschen verraten wird. Das gab es in den alten Teilen nämlich auch regelmäßig. Das ist dann immer der große Plot-Twist. Oh, okay. Ich bin Anna cool. Jetzt voraus, aber ich weiß nicht, wo ich hier hineingeraten bin. Noch etwas anderes haust hier in der Dunkelheit. Aber ich mache weiter. Ich bin schon zu weit gekommen. Anna glaubt, sie kennt mich. Und das tut sie wohl auch irgendwie. Aber sie weiß nicht alles. Und solange sie mich weiterhin unterschätzt, könnte ich noch die Oberhand haben. Ja. Hier werden wir dann wahrscheinlich auch endlich die von mir so lange geforderten übernatürlichen Gegner treffen. Also nicht so, dass ich die bräuchte, aber es war mir halt schon immer klar, dass sowas noch kommen würde. Wir haben ja schon gehört, die mischen ja schon die Leute von... Oh, Nachladegeschwindigkeit, gar nicht so schlecht. Mischen ja schon die Leute von Trinity auf. Ist ja auch schön richtig so. Obwohl das eigentlich gar nicht nötig ist, weil das... Macht Lara eigentlich auch sehr gut alleine. Schussfrequenz. Okay, machen wir erstmal das. Und diese Gefäße. Griechisches Feuer. Total aufgepimpt, unsere Waffen jetzt. Die unsterbliche Armee des Propheten. Mit dem griechischen Feuer waren sie unaufhaltbar. Cool. Ja, um dann den guten alten Homer Simpson zu zitieren. Ja, wenn die so klug sind, warum sind die dann tot? Oder in dem Fall, wenn die so unsterblich waren, warum liegen die dann alle hier? Ich schätze mal, dass die das sind. Hier halb mumi oder stark mumifiziert sogar hier einfach rum. Ich war's nicht. Das sind die Trinity-Leute. Oh. Er könnte das getan haben.
Okay, ich nehme alles. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Ich glaube, das ist relativ offensichtlich. Die Armee ist wohl doch unsterblich, weil das sind nämlich die Jungs und Mädels, die das hier angerichtet haben. Ist ja auch klar. Ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe, was anderes zu behaupten. Weil das wird wohl das griechische Feuer hier gewesen sein. Ja, da sehen wir es ja auch schon. Seit gehe ich ins Forum, um den Propheten zu... Ich trage einfache Kleidung des großen Hauses. Wäre es ungebührlich. Es gibt Gerüchte, dass die Patrizier Westens den Propheten zum Schweigen... Ich kann nur zuhören und die... Ah, wieder was zum Lesen. Sehr schön. Kein Mensch hat je die Wahrheit über Gott, da kein Mensch sie kennen kann. Das Herz eines Bauern oder Soldaten ist von heiligerer Natur als die Herzen von Fürsten und Kaisern. Wir alle werden von jenen getäuscht, die vorgeben, im Namen des Schöpfers zu sprechen. Kein Mensch spricht für ihn, da seine Stimme der Himmel, das Wasser und der Lauf ist. Aber der Prophet, der weiß es natürlich. Oh, und der Prophet hat ja keinen Kopf mehr. Wer hat denn dem Propheten den Kopf abgeschlagen, falls das hier vom Propheten war? Okay. Oh mein Gott, das ist die Bathöhle. Habt ihr es gesehen? Ich hab's immer gewusst, es gibt irgendwann einen Tomb Raider Batman Crossover. Oh, hier sind doch wieder überall Deckungen. Ich weiß schon, was jetzt kommt. Nee, 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 nee. Ich habe den ersten Indiana Jones gesehen. Ich weiß, was da passiert, wenn ich das anlange. Ich schaue mir hier erstmal alles an, bevor ich jetzt sowas mache. Wo ist denn die Steinkugel hier, hä? Da kommt doch gleich was runtergerollt. Ich weiß doch jetzt schon. Na gut, wir haben keine Peitsche, aber wir haben einen Haken. Das sollte auch reichen im Zweifel. Okay, dann machen wir es halt. Naja, dies war so klar. Also das war der Atlas, den wir gesucht haben. Wie praktisch, dass überall das griechische Feuer rumstand. Ah, bin auch noch direkt reingelaufen. Ah! So, jetzt ist aber gut. So, ich baue mir jetzt... Ich bastel mir hier erstmal eine Bombe. Ah, es war nur eine Gasgranate. Nein. Ich dachte, es wäre irgendwas Härteres. So, jetzt positionieren wir uns mal neu. So, der ist auch weg. Ja! Entschuldigung, da darf man sich auch mal feiern. Das war ein sehr professionell gesetzter Headshot. Jetzt werden die Leute hier noch schön um ihre Brieftaschen entledigt.
Und dann können wir mit unserer Beute auch schon weiterziehen. Cool, jetzt haben wir den Atlas. Das heißt, wenn wir das furchtbare Feuer hier drin überleben, dann haben wir schon einen gewaltigen Schritt Richtung Quelle gemacht. Oh nein, es kommen sicher wieder Gegner. Oh nein. Oh nein. Das hätte man besser machen können. Ja. Da hätte sich mal woanders in Position begeben müssen. Aber ist schon ganz cool, wie die ganze Deckung hier zerschossen wird. Ja, da hast du recht. Dem ist nichts zuzufügen, mein Freund. Hier ist doch noch eine, oder? Ich wusste es doch. Jawohl. Das saß. Oh. Zu viele Special Effects. Oh. Oh Gott. Oh, aber das schaut. Meine Güte, schaut euch das alles mal an, wie das optisch ausschaut. Und dann klettert er da auch noch rum und meine Güte und überhaupt und ja, und ist das schön. Und jetzt geht er im Nahkampf und fällt tot um. So. Aber es war gerade optisch echt ein Übermaß. Das hatte schon so ein bisschen, hatte schon so Michael Bay-eske Züge hier. Es gibt so Sachen, wenn so, also bei Filmen geht mir das häufig so, wenn zu viele Special Effects dann noch in Kombination mit 3D oder sonst was drin sind. So ging mir es auch bei dem ersten Avengers-Film. Da macht, irgendwann machen meine Augen zu. Dann nehme ich das alles nicht mehr wahr, denn es ist ja wirklich. Es ist zwar da und ich erkenne, dass es coole Effekte sind, aber das ist dann irgendwie. Ich sehe dann tatsächlich nicht mehr so wirklich. Ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber es ist halt. Ja. Es ist wirklich verdammt schwer zu beschreiben, wenn ich gerade drüber nachdenke. Naja. Hier sind wir jetzt erstmal fertig. Damit braucht kein Mensch. Dunkle Gewässer. Finden Sie mit dem Atlas einen Weg aus dem Archiv. Hoffen wir, dass hier keiner ballert. Nein! Oh, fuck. Da oben sind diese übernatürlichen Gegner, von denen wir gehört haben. Kannst du mal raufgehen, Lara? Lara! Da brennt's. Es brennt auch nicht überall hier. Ja, cool, jetzt haben wir das Atemgerät. Okay. Aber ich wollte aber auch schon gerade sagen, die Lara hält doch jetzt irgendwie schon länger die Luft an, als es vorher der Fall war, oder? Aber da müssen wir uns eh nicht mehr drum kümmern, wir haben jetzt das Atemgerät. Obwohl ich glaube einfach nicht, dass das ohne Tanks so lange hält. Das kann ja fast gar nicht. Bin jetzt auch kein Hobbytaucher oder so, aber. Aber so lange darf das doch eigentlich nicht halten, oder? Naja. Unten ist wohl nix.
muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Oh ja. Ob es reicht, einfach raufzuschießen? Ja. Nein. Verdammt, kann ich nicht weiter umkippen. Okay, das hat jetzt nichts gebracht. Oh, das Schwert, was in dem einen hier drin steckt. Na toll, dann gehen wir auch noch dahin. Ich leg's ja auch auf Ärger an hier, oder? Nein, verdammt. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gehofft, dass das Feuer ein bisschen weiter sich verteilt, aber naja. Vielleicht mal ein bisschen länger warten müssen. So, jetzt reicht's. Erstmal Helm weggeschossen. Nein. Ah. Oh, ist das schwierig. Meine Güte. Alter, muss da aber auch... Also die Steuerung, die reagiert ja so... Ja, toll. Und Auto-Aim haben wir auch, wie wir gerade gesehen haben. Ich habe da jetzt nicht runtergezogen. Das hat die schön automatisch gemacht. Da sage ich, die Steuerung reagiert viel zu genau. Dabei ist ja auch noch Auto-Aim drin. Also sowas. Oder? Nee, da steht doch keine... Ach... Keine Ahnung, auf jeden Fall reagiert die Steuerung nicht. So. Eine Soldatenflagge, die am Speer befestigt. Aber cool, dass wir das Atemgerät jetzt haben. Jetzt haben wir das Stahlseil, das haben wir das Atemgerät. Das heißt, wir können jetzt auch, wenn wir im eigentlichen Gebiet später wieder sind, können wir die ganze Grabkammer noch erkunden. Okay, da kommen wir weiter. Beziehungsweise hier ist auch irgendwas. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Ja. Da brauchen wir keine Zeitlupe. Das bricht jetzt auch ab. So. Also diese mega offensichtlichen Fallen hier überall. Okay, hier kommt man dann wieder zurück. Ich verstehe. Ich würde aber erstmal unten schauen, weil da war ja auch noch was. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. So. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Kann man schauen, was es hier eigentlich zu erkunden gibt in dem Gebiet? Relikte, Überlebensversteck, Wandgemälde, Zusteck, okay. Ja, solange man kein optionales Grab hier hat, ist ja alles Tutti. Ja, das heißt, wir können uns eigentlich straightforward hier an die Hauptaufgabe machen. Ja, das wissen wir, Lara. Oh, da ist ein Münzversteck, nehme ich mal an. Nein, da war ein Wildschweinfell. Hier ist ein Münzversteck. Fällt mir ein, wir müssen auch die Münzen beziehungsweise die Belohnung von dieser einen Alten da holen, die uns praktisch Belohnung, Ratten, die uns Belohnung für entdeckte Gräber gibt. Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Ich werde dann erstmal die anderen, die zwei Gräber dann machen, die wir bis jetzt noch nicht gemacht haben und dann kriegen wir ordentlich Münzen und dann schauen wir mal, ob wir irgendwas shoppen gehen können. Kann ich das hier ins Wasser schieben irgendwie? Was bringt denn das hier? Ja, das sieht jetzt alles ein bisschen komplexer hier aus. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Komm ich hier nicht hoch, ne?
Vielleicht muss ich auch oben was machen. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, ich schaue jetzt trotzdem mal oben. Vielleicht geht da ja was. Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Ich muss es irgendwie rüberschaffen. Okay, wir haben es. Hier gibt es noch mehr zu tun. Meint ihr jetzt die Kammer hier oder meint ihr die Kammer? Bin da nicht so sicher. Ich schau jetzt erstmal hier und dann. Ja. Nee, okay, hier gibt's nicht direkt irgendwas. So. Hier sehe ich jetzt auch nicht direkt, was man machen könnte. Hier wäre praktisch der Rückweg, okay. Ja. Wusstet ihr, es sind übrigens mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Wir müssen es irgendwie darüber schaffen. Falls ihr es noch nicht wusstet. Aber die gute Lara kannst du euch auch nochmal sagen. Nein! Willst du mich verarschen? Jetzt auf einmal nicht, oder was? Ah, ich sehe gerade, dass in den Fässern... Ah, ich habe vorhin gar nicht gesehen, dass er in den Fässern Seile angebracht hat. Ich wollte schon Pfeile sagen. Oh, muss man aber echt vorsichtig sein. So. Ah, sehr schön. Das ist die Frage, wie es weitergeht. Wir hier irgendwas haben. Vielleicht muss ich mich an die andere Seite. Es kann natürlich sein, dass ich mich an die andere Seite hängen ziehen muss. Kann das sein? Ja, geht. Geht ja voll gut. Also so ein bisschen. Haben wir nur das Problem, dass wir sowas wie ein Gegengewicht bräuchten. Womit wir dann praktisch die Seite... Ah, okay. Okay. Weiß schon. Wir holen uns einfach noch ein Fass. Dann nutzen wir das andere Fass praktisch als Gegengewicht. Sollte ja eigentlich so funktionieren. Ziehen wir das nochmal rüber einmal. So. Geht doch. Oh, voll smart. Bin gerade selber von mir beeindruckt. Unfassbar schwere Rätsel gelöst. Also zum Teil. Nur noch ein Pfeiler übrig. Was ist denn da passiert? Ich wollte gerade sagen, wir können das gar nicht so dann... Also im Zweifel hätte ich jetzt ja einfach nochmal so ein Fass dahin geschmissen irgendwie, aber naja. Ich würde mal sagen, wir schauen einfach in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht.